Nach dem gestrigen Abverkauf geht es auch heute weiter nach unten. Zunächst sah es ja nach einem Turnaround Tuesday aus, nach einem Dienstag, wo dann eine technische Gegenreaktion nach oben erfolgt. Aber der Abverkauf geht weiter und dafür gibt es nach meiner Auffassung zwei wesentliche Gründe und Mechanismen. Der erste, der ist fundamental. Insgesamt haben wir ja gesehen in den letzten Monaten, ja vielleicht sogar Jahren, dass die Kurse immer weiter gestiegen sind, die Gewinne der Unternehmen allerdings nicht. Und durch das Coronavirus, diesen schwarzen Schwan, da passiert jetzt etwas, was diese Schere, die ohnehin schon zu weit auseinandergegangen ist, zuschnappen lässt. Denn wenn die Kurse weiter steigen, die Gewinne aber ohnehin nicht steigen und jetzt durch die Zerstörung von Lieferketten, durch die Abschottung ganzer Länder, ist klar, dass die Unternehmen noch schlechtere Zahlen oder deutlich schlechtere Zahlen als bisher vorlegen werden. Damit war das Seil zu stark angespannt und schnappte dann eben irgendwann zurück oder musste irgendwann zurückschnappen. Das hat eigentlich eine durchaus nachvollziehbare Logik. Der zweite Grund ist eigentlich technischer Natur. Wir sehen, dass vor allem ETFs massiv gekauft wurden, Optionen massiv gekauft wurden und die wurden auch gekauft, nämlich wirklich auf der Long-Seite, auch gestern in diesen Abverkauf hinein, vor allem von Privatinvestoren, die ja komplett von Gebühren befreit sind, von amerikanischen Brokern, nachdem Charles Schwab damit angefangen hat, dann Ameritrade, E-Trade folgten. Da hat man sich gesagt, ist ja schön günstig und die Märkte gehen sowieso nach oben. Das ist eine kurze Korrektur, da kaufen wir rein. Das trifft jetzt auf eine Situation, wo systematischer Handel, sprich Algo-Handel, bestimmte Marken definiert hat, bestimmte Volatilitätsgrenzen definiert hat, bei denen man aus bestehenden Long-Positionen rausgehen muss. Das war gestern die 3000 oder heute die 3215er Marke im S&P 500. Da sahen wir, plötzlich geht das Volumen massiv nach oben. Da haben sozusagen Algos abgedrückt. Und dann kommen eben auch die Privaten in eine Schieflage, die gestern noch reingekauft hatten, die dann praktisch überhebelt sind auf der Longseite. Und je schneller und stärker die Geschichte nach unten geht, umso mehr müssen die abdrücken. Das ist vielleicht so ein bisschen die Mechanik, die da passiert. Ohnehin waren wir ja in letzter Zeit so dermaßen overstretched, wie die Amerikaner sagen. Wir sehen hier eine spekulative Manie, die Optionsvolumina massiv nach oben gegangen, die Preise massiv nach oben gegangen. Wir sehen jetzt eben auch, dass das ETF-Volumen massiv nach oben geht. Hier der maßgebliche Spider, der SPY, das umsatzstärkste ETF der Welt auf den S&P 500. Und dann sehen wir, da hatten wir hier, als es meistens nach oben ging oder zumindest nicht nach unten ging, 40, 60 Millionen Umsatz pro Tag. Gestern hatten wir schon 160 Millionen, am Vortag 113. Um 18 Uhr waren wir schon bei 70. Also wir werden wieder so um 140, 170 reinkommen. Das sind massive Anzieher von Volumen. Wir haben durchschnittlich so ein Volumen in den letzten Jahren jetzt gehabt, wo die Volumina ohnehin nach unten gegangen sind, von 70. Also wir haben praktisch einen doppelten Umsatz heute in diesen ETFs. Ähnliches gilt für Optionen. Da sind jetzt einfach Schieflagen, nachdem sich die Leute so immens vollgesaugt hatten mit diesen Optionen, Calls. Niemand war abgesichert, weil man sich gesagt hat, das kann nicht schiefgehen, weil das Coronavirus ist vorübergehend. Ansonsten rettet uns die Fed. Ich hatte das schon öfter gesagt. Aber die Schere zwischen Fundamentalem und Preisbewertungen, die war dann irgendwann zu groß und irgendwann ist nichts mehr anders. Das war ja das Credo. Diesmal ist alles anders. Nein, es ist nie anders. On the long run, im kurzfristigen Jahr. Da haben manche eben Fahnenstangen mit Substanz vermutet, die dann jetzt aber zuletzt schweigen. Schauen wir uns ein paar Charts an, die hier vielleicht interessant sind. Eines der Signale heute auch war das neue Rekordtief der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Nur noch im Bereich 1,32%. Der Record Close, also der Schlusskurs, und darauf achten die Anleihenmärkte sehr, war 1,35%. Wenn wir da drunter fallen, wäre das ein weiteres Signal. Wenn wir von da wieder nach oben gehen, wäre das ein Beruhigungssignal, das muss man sehen. Aber hier sehen wir eben auch jetzt gerade im Tech-Sektor, dass die Gewinne im Prinzip seitwärts laufen, aber die Kurse massiv nach oben laufen. Diese Schere war zu groß, ich wiederhole mich da, und musste sich ein bisschen wieder einfangen. Wir sehen, dass wir hier jetzt diesen scharfen Abverkauf haben, jetzt nicht mehr überkauft sind. Im übergeordneten Bild sind wir noch lange nicht überverkauft, aber es ist etwas passiert. Wir sehen, Apple, Alphabet und Facebook sind jetzt unter ihre längerfristigen Aufwärtstrends gefallen. Netflix, Amazon und halten sich noch drüber, zumindest über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Und was wir hier sehen, ist eben der Spike im WIX.
Das ist der höchste VIX, den wir jetzt sehen, also die VOLA-Erwartung. Auch das ist für viele schmerzhaft. Die hatten auf weiter fallende Volatilität spekuliert, waren also short im VIX. Und das ist dann schmerzhaft, wenn der VIX eben auf 26, 27 steigt. Das ist eines der Probleme. Das ist jetzt der größte Dreitagesverlust, den der Nasdaq seit dem Jahr 2015 absolviert, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Und das kontrastiert vielleicht auch mit der Hoffnung der Märkte auf die Fed. Fischer, ehemaliger Dallas-Fed-Chef, hat heute in einem CNBC-Interview gesagt, na, ich sehe nicht, wie wir durch eine Zinssenkung die Aufsprengung von Lieferketten, die Abschottung von ganzen Ländern irgendwie beheben könnten. Eigentlich macht das ja gar keinen Sinn. Das ist keine Frage des billigen oder lockeren Geldes. Genau darauf spekulieren die Märkte aber die ganze Zeit, dass sie sagen, ja, da ist doch dann die Rettung nahe, dass die Anleihemärkte so unter Druck sind. Das ist eben auch der Flucht in die sicheren Häfen, weil es in den USA immerhin für Staatsanleihen noch ein bisschen Rendite gibt, aber die Rendite tendiert eben wahrscheinlich langfristig eben auch gegen Null, wie in vielen anderen Ländern. In Deutschland war ja kürzlich die gesamte Zinskurve, also bis zur 30-jährigen Anleihe, alles negativ. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt praktisch keine Flucht mehr. Was wir hier sehen, sind eben diese angespannten Indikatoren, die wir hier sehen. Buy the Dip ist gefährlich jetzt derzeit. Das kann kurzfristig funktionieren, aber wahrscheinlich haben wir das Ende der Korrektur noch nicht erreicht. 3170 im S&P ist ein wichtiges Niveau. Wir sehen aber, dass die Probleme mit dem Coronavirus natürlich immer größer werden. Schweiz jetzt Fälle, Italien immer mehr Fälle, Iran sowieso, andere Länder, arabische Länder, die jetzt plötzlich an der Reihe sind. Und das kann eben dazu führen, was meine Frau Medizinerin schon vor Wochen gesagt hat, sie werden früher oder später die Grenzen zumachen müssen, sollten sie möglichst schnell machen, haben sie nicht gemacht, wird aber wahrscheinlich kommen. Und das wäre dann sozusagen der Worst Case, der dann die Geschichte schwierig machen würde. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt Risiko plötzlich wieder eine Rolle spielt. Junk Bonds, die lange ja praktisch rekordniedrige Spreads hatten zu US-Staatsanleihen, also rekordniedrige Rendite-Risikoprämienabstände, kann man sagen, die schießen massiv nach oben, weil jetzt plötzlich eben die Auffassung ist, okay, bis vor kurzem dachte man noch, ja, wo sollen wir denn Rendite kriegen? Dann gehen wir eben in den Risikobereich. Wir sehen in schwachbonitären Anleihen kein großes Problem, solange in den USA keine Rezession kommt. Aber jetzt ist plötzlich diese Rezession doch ein bisschen greifbarer geworden. Also flieht man aus diesen Geschichten und wir sehen, dass auch der Dow Jones möglicherweise eben oben in einem ganz, ganz langjährigen Trendkanal hier seit den 1930er Jahren angekommen ist und zumindest ein bisschen in diesem Trendkanal wieder nach unten korrigieren kann. Wir waren ja so massiv gestiegen, das muss man ja immer sehen, dass das, was derzeit passiert, sich ja eigentlich im Rahmen einer normalen Korrektur bewegt. Schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq jetzt immerhin ein paar Pünktchen wieder erholt. Die 3170, die wollen wir uns gleich mal anschauen im S&P 500. Die ist eine Unterstützung, da waren wir ganz knapp drunter. Jetzt sind wir wieder drüber, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Und der DAX, der hat hier die 12.800er Marke erfolgreich von oben nach unten kommend durchschritten, 12.770. Klar, Deutschland-Export ist natürlich wie andere Länder wie Südkorea besonders betroffen, wenn da plötzlich Lieferketten nicht mehr funktionieren, Produktion nicht mehr läuft, Flugverkehr nicht mehr läuft, all diese Dinge, die die Aktienmärkte ja lange komplett ausgeblendet haben. Das zeigt sich einmal mehr, was ich schon in einem früheren Video gesagt hatte, dass die Aktienmärkte im Grunde ihre Signalfunktion für die Zukunft, ihre Prognosefähigkeit eingebüßt haben durch die Droge Liquidität der Notenbanken. Wir sehen hier einen seltsamen Chart, das ist Euro-Dollar 1,876. Und wir sehen Gold, das versucht sich von dem gestrigen Schlag, als unter hohem Volumen abverkauft wurde, sich zu erholen. Und wir sehen den Crude Oil Preis jetzt knapp noch über der 50er Marke. Das ist also die Situation. Erholungen jederzeit möglich. Klar, aber es ist das Problem, dass wir eben zu weit entfernt waren von der Realität. Die Aktienmärkte hatten sich in einem Wunderland gewähnt, in einem Goldilocks-Szenario. Und das ist eben nicht der Fall. Diesmal ist es nicht anders, sondern diesmal ist es wie immer. Das ist sozusagen das Mantra, das jetzt gerade kaputt gemacht wird. Jetzt ist die Frage, wann verkaufen die Privatinvestoren, die gestern noch massiv reingestiegen sind? Wenn die panisch verkaufen, dann ist der Boden nahe. Noch ist das nicht absehbar. Wir werden sehen, wann der Boden kommt. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und...